Hallo Leute, Grenio hier und willkommen zurück bei einer Runde Assassin's Creed 4. So, okay, wir haben ja da jetzt vorher aufgehört, weil wir den Typen nicht mehr verfolgen wollen. Schauen wir mal kurz auf der Karte. War plus, nee, war minus, ich Idiot. Gut, die Mission geht da hinten weiter. Haben wir irgendwas Interessantes? Ein Assassinenauftrag? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, was er sich finden will. Also, holen wir uns die Hauptmission. So einfach geht's. Wenn man zwei Haken an den Händen hat. Na komm, noch weiter. So, und darüber und dahin. Na, da kann man das schön überall rüberspringen. So, und jetzt gehen wir den Rest am Boden entlang. Ach, hallo die Damen. Ich entschuldige mich nochmal für die verpatzte Aufnahme gestern. Aufnahmegerät, also das Programm. Ich brauche für Gothic 1 Fraps, weil alles andere, also zumindest OBS, mit dem ich sonst hier alles aufnehme, der kann Fraps nicht, also kann Gothic 1 nicht aufnehmen. OBS, das ist ihm zu alt scheinbar. Vielleicht kommt da mal ein Patch aus dafür, aber bis dahin bin ich glaube ich schon fertig damit. So, da ist schon ein Typ zum Reden. Und um es noch zu erklären, kurz. Hat eben Fraps gestern auf einmal statt mein normalen Mikro, was ich jetzt zum Aufnehmen hat, mein Webcam-Mikro genommen. Frag mich nicht, warum es umgestellt hat. Ich weiß es nicht, es hat auf einmal umgestellt. Also ich werde nächstes Mal mehr darauf achten, dass wieder mein normales Mikro ist. Ich hätte es eh schon zurückgestellt, aber trotzdem schaue ich nächstes Mal, dass da wieder alles hinhaut. So, dann starten wir mal die Mission hier. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Morgen. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Gutes Spiel. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht habe. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Na gut, okay. Dann folgen wir mal. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Okay. Sein Wert ist unermesslich. Okay. Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußerte dir den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konnte dir diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon nicht. Okay. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch kostet. Assassinen! Na toll. Da oben! Die sind auf den Dächern! Machen wir mal ein paar fertig hier. Weniger.
Na komm. Komm her, komm her. Er lebt noch, sehr gut. Na, was ist denn? Auf einer weniger. Und weg. Und weg. Au. Problematik. Ah, Problematik. Gib Ruhe. Na komm, einer weniger. Und da oben der noch. Auch weniger. Perfekt. Nicht so gut, wie ich gehofft hätte, aber... Und auch fertig. So. Wo zur Hölle? Ach Gott. Ihr könnt doch nicht wegrennen. Wartet. Ah. Na toll. Na, geschafft. Oder auch nicht. Stoppt ihn! Ah, die Mission. Das wird interessant. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Komm. Hoch. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Erwischt. Und der Frau auch noch mit umgehauen. Warum nicht? Na komm, Ladebildschirm. Mach hinne. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Okay. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, so. Okay. Scheinbar ein bisschen weniger. Und wieder 100% geschafft. Was wollen wir denn mehr? Da geht es nach locker eine neue Mission aus. 1000 Euro, das ist nicht wirklich viel. Na, mehr Spielmodus ist egal. Mhm. Sollten wir da hingehen? Sammeln wir kurz mal ein Shanty auf hier auf dem Weg. Perfekt. Dann los. Fällt überhaupt nicht auf, dass man immer hier herumläuft, aber warum gehen? Laufen geht schneller. Uah. Sackgasse, verdammt nochmal. So, jetzt sollten wir mal hier hoch. Hey! An das kann ich mir noch erinnern. Na komm, geht doch. Aber jetzt gehen wir keinen trinken und machen keinen Ärger. Ich will das Notenblatt sammeln. Oh oh.
Und erwischt. 3 von 7 haben wir. Das ist sehr gut. So, und jetzt gehen wir noch hier zu den Aussichtspunkt. Ja, ist sie hier gerade noch ausgegangen. Dem helfen wir. Nur mein kalter, toter Kadaver wird hier gehen beugen. Perfekt. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ich bin doch kein Capitano. Da ist ein Kurier. Den erwischen wir. Das ist... Oder auch nicht. Der Pirat! Der Piratenkapitän! Wo zum Henker weiß er, dass ich ein Kapitän bin? Dieser Mann! Er ist Pirat! Er ist der Pirat! Einen Moment! Das ist... Weg hier! Ach Gottchen, der hält mich hier auf. Ein Pirat rennt um euer Leben! Der Einzige, der das läuft, bist du! Das ist Kenway! Der Pirat! Der Piratenkapitän! Ach Gottchen! Dieser Mann! Er ist Pirat! Er ist der Pirat! Was soll heißen, der Pirat? Ach Gottchen. Gut, okay. Wie immer, lassen wir das mal. Ich habe kein Glück mit den Leuten hier. Oder? Naja, wisch ich so nicht. Autsch! Ach, scheiß drauf. Ja, jedes Mal probiere ich's und jedes Mal verkacke ich's, könnte man sagen. Was ist hier? Egal, brauchen wir nicht. Ich will zu einem Aussichtspunkt hier synchronisieren. So, wie komme ich denn hier rauf? Da ist ein guter Punkt. So, schaut mal weg, Leute. Und hoch. Gehen wir mal hier rüber. Nee, ich will... Ach Gottchen. So. Und weiter hoch. Perfekt. Schöne Aussicht. Guten Tag. So, und dann machen wir die nächste Mission. Beim Verhör dabei. Wollt ihr mit mir trinken? Ah. Natürlich wollen wir trinken. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter 4 Augen. Lass es dir schmecken. Nicht den Kämpfer wecken lassen, warten aus Ampelzone heraus töten. Na dann! Schauen wir mal.
Und eins haben wir. Den bekommen wir auch noch. Ja, da hat was gepfiffen. Ja, schau her. Ja, komm her, bei Fuß. So, zwei haben wir. Nicht pfeifen, plündern. So, mal kurz auf die Karte schauen, damit ich weiß, wo ich hin muss, genau. Okay, da hinten, geradeaus. Da geht auch einer. Gut. Ist egal, wir holen uns jetzt den hier. Jawohl, hat's gehört. So langsam. Scheinbar ist hier irgendein Scharfschütze. Oder sowas. Irgendwas in der Richtung habe ich gehört. Da ist keiner, nur der hier. Das war der. Erledigt. Da ist auch noch einer. Soll mich aber nicht weiter stören. Ich kann pfeifen schon, danke. Ah, der hat den Schlüssel. Schlüssel stehlen? Wieso stehlen? So, so geht's nämlich auch ohne Probleme. Kurz mal abgelenkt. Weg mit ihm. Besser. So, jetzt muss ich den Weisen befreien. Perfekt. Da steht auch noch einer, da hinten sind auch noch welche. Okay, das wird interessant. Dreh dich um, Junge, dreh dich um. Da hinten steht auch noch einer. Komm näher her. Erwischt. So ist einfacher, mal die ganzen Leute ausschalten. Was haben wir, die versteckten Klingen? So, hier müsste es auch einfach gehen. Jawohl. Ein paar viele Leute hier. Immer noch sehr unauffällig. Das war idiotisch. Ach Gottchen. Optional ist, glaube ich, habe ich wieder vergeigt. Nee. War gar keins. Na gut, dann haben wir das einigermaßen geschafft.
Warte mal, müsste er... Ach Gott, hier nicht hier hoch. Müsste er theoretisch jetzt gut gehen. Oh. Na, kommt her. Einfacher so. Und der letzte noch. Bei Fuß. Dachte ich mir noch, dass da so einer oben ist. Ist egal. Wir laufen jetzt vorbei. Interessant. Ich war noch nicht da. Ich hatte nichts damit zu tun, so sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ah, verdammt, das war ein optionales. Okay, die bekannten 90% haben wir erreicht. Scheiß drauf. Bin durchgekommen, mehr wollte ich ja nicht. Und da haben wir wieder ein Ladebildschirm. Mal schauen. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Er kann gut was sehen. Ich sehe nichts außer ein Speicherbildschirm. Und er speichert immer noch. Meine externe Festplatte sollte ein bisschen schneller sein. Ein bisschen. Na, geht doch. La cena! Cometela rapido! Was ist mit rapido? Hast du Hunger? Okay, B drücken. Verdammt leicht zu öffnendes Schloss scheinbar. Wachen von hinter einer Ecke töten. Ja, kein Problem. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Ja, komm her. Ja, komm her. Das haben wir schon oft genug probiert. So, Munition hol. Ja, hol dir die Munition. Na, eben nicht. Aufgeschickt. Waffe habe ich mal. Eine normale. Komm her.
Ja, ist verdammt gut. So, und die letzte Wache töten. Perfekt. So, holen wir uns unser Ausrüstungszeug. Wir stehlen eine Brick. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Jawohl. Das machen wir aber ein bisschen auf die Grobe. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist eine Brücke in der Flotte. Ich mache mich auf den Weg. Gut, dann mache ich den Rest. Nummer 3. Da kommt er. Auch kein Problem. Nächster bitte. So. Und weg ist er. Gibt noch irgendwo einer? Den holen wir gleich mal. Kein Problem. So, Leute. Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Perfekt. So, 9 von 18 Gefangenen haben wir schon. Holen uns das. Und. Oro, Plata, Gane, Tabaco, lo que se te ocurra. Y agua que. Ist da auch ein oben? Oh. Na komm. Und cooler Auftritt. Kapitän ist schon mal ausgeschaltet. Nee, nie. Ach Gottchen. Machen wir einen auf Connor. Nee, nicht gut. Du bist der Letzte. So, weg hier, Leute. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht. Genau. Geht's hier noch unter Deckung? Oh, nee. Da drüben ist noch was. Geh vorbei, Junge. Prisioneros, que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros.
Verdammt nochmal. Autsch. So war das nicht geplant. Ja Leute, geht schon mal. Bevor wir euch noch umbringen. Da ist eine Brücke in der Nähe, die nur auf uns wartet. Genau. So. Und der Rest kann her. Komm, komm, komm. Nummer 1. Wer traut sich? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Autsch. Volltreffer. So, hier sind eigentlich keine Leute mehr. Eigentlich. Unterdeck auch nichts? Nee. Ah, da drüben. Habt ihr was gesehen? Nee, ich hab doch nichts gesehen. Bisschen vorsichtiger sein. Oh, so geht's auch. Der kommt von selbst. Ohne Probleme. Kapitän ist nicht da. Ein Vorteil für mich. Wir gehen mal hoch. Ab uns den hier. Dann wieder hinunter. Okay, daraus ist nichts geworden. Dann machen wir es auf die grobe Art. Die Zeit ist eigentlich schon vorüber, aber die Mission machen wir auf jeden Fall noch fertig. Ja, noch jemand? Wobei am schlimmsten klang es ja bei Assassin's Creed 3, wenn man die Knochen richtig brechen hörte. Uah. Oh Connor, du bist brutal. Die haben sie unten versteckt, die Leute. Na dann, ab unter Deck. Ich hab keine Zeit, Junge. Komm her. Hier. Jawohl, ja. So, Leute. Vorbei mit der Gefangenschaft. Wir gehen an Deck. So, wir haben alle und auch hinter der Ecke, es passt. Jetzt zum Schiff. Ich glaube kein Schiff, wo noch Soldaten drauf sind. Besser. Und weg mit dem Schiff. Alle an Bord, Leute!
Ding könnt ihr bei eurem Begräbnis hier hafendirnen. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Okay, das kann interessant werden. Schon lange nicht mehr gesegelt. Ja, komm, Ladebildschirm. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Feindliches Feuer! Oh, wieso geht nichts? Befiehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Warten auf dein Zeichen, Captain. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Dahin muss ich. Autsch. Gegner feuert! Feuer! Ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Feuer! Auf den Grund! Erwischt. Feuer! Ja, aus der Reichweite, Captain! Mörser, Kenway! Gegner feuert! Mörser? Oh Gott, ich das auch noch. Und getroffen, Sir! An Steuer, Captain, du heißt es. Vorsicht, Mann! Ich sehe sie! Ach, du meine Güte. So, ich muss frontal auf die Riesenwelle zu. Gegner feuert! Haltet euch fest! Dieser Schiff ist alles außer Betrieb. Das könnte schlecht enden. Feuer! Perfekt, die Riesenwelle hat uns geholfen. Wasserhose! Wo zum Henker? Und fahr dieses Ding! Was für ein Ding? Oh Gott, da vorne! Oh ne! Die ist zu schnell auf mich zugekommen, oh Gott. Aber das machen wir noch. Schau mal ein bisschen auf meinen Nebenbildschirm auf den kleinen. Das hilft. Sehr oft. Na komm, lade! Lesegel heißen, los geht's! Ein Ärger machen! Keine Angst, für das Wetter! Gerannt! Feuer! Halt sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Und noch ein wenig. Feuer! Viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann! Wir sitzen in der Klemme hier! Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. So, wir machen noch ein bisschen. Feuer! Ich sehe sie. Riesenwelle hatten wir schon. Machen wir schon. Bleibt standhaft, Jungs! Macht euch bereit! Die sind nicht allein! Haben Schaden genommen! Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber die anderen mehr. So, jetzt schauen wir mehr auf. Wasserhose! Wo? Da vorne, ich sehe sie schon. Und fahr dieses ja, Ding! Wir fahren links rum. Da ist sie ja. Da ist noch eine. Verdammt nochmal. Sollen wir von der weg. Nee. Wasserhose, ausweichen! Was, das habe ich vor. Und da hinten ist noch eine. Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann. Komm schon. Weg da. Nee. Oh Gott, so knapp an ihr vorbei. Zu knapp. So, jetzt in den Wind hinein und von ihr weg. Perfekt, es haut hin. Kilometer noch.
Riesenwelle von Steuerbord! Okay, sehe ich. Da müsste man doch kentern eigentlich. Oh, da ist noch eine Windhose. Verdammt, die kommen an der vorbei. Nee. Nicht auf sie zu, Und der Wind dreht sich. Wir haben es geschafft. Komm schon. Ist er nicht mehr so weit. So, schauen wir mal zurück. Man sieht schon gar nichts mehr. Außer ein paar versunkene Schiffe. Oh, geschafft. Wir sind sicher nah am Ziel. Oh Gott. Die Stürme sind anstrengend. Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Arthur Welly. Hast du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim. Und wir haben unser Schiff. Und 100% Synchronisation. Perfekt, so. Noch einmal speichern, das passt genau. Laden, speichern, laden, speichern, entscheide dich. Sieht doch schön aus. Jetzt weiß ich es alle. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt. Wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ja, jagen wir. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Oh. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben.
Ja, gut, aber sorgen wir dafür in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr jetzt dabei gewesen seid bei dieser etwas längeren, andauernden, wie lange war das jetzt? Oh, das war ziemlich lange. Aber wir haben gut was weitergebracht. Also dann, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, noch einen schönen Tag oder Abend euch. See ya!